Guten Morgen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Stream an diesem Montag. Und ja, die nächste Woche hat mal wieder an, beziehungsweise, ja, die nächste Woche hat schon wieder angefangen. Vor allen Dingen eine neue Woche. Und ja, es ist Montag und Zeit für Zeitmanagement am Morgen. Und ich spiele Parker and Lane. Criminal Justice? Ja. Und, ja, es ist schon wieder ein bisschen her seit dem letzten Mal. Und, was ich jetzt noch weiß ist, wie man ja hier an dem Bild sieht, jemand wurde vom, Container, platt gemacht. Und es scheint nicht so, als ob das ein Unfall gewesen ist. Und, ja, der Anwalt von dem Verdächtigen, den wir haben, ja, der ist ja auch schon fleißig und die liebe Parker, Parker heißt sie, ne? Sie ist Parker und er heißt Lane. die wurde vom Fall irgendwie entzogen, weil das doch für den ersten Fall vielleicht doch zu viel ist, zu, ja, ja. Und zum anderen, das was jetzt nichts mit hier dem mit der Story zu tun hat, am Freitag früh gibt es einen neuen Termin für einen Stream. Und zwar auch morgens. Und zwar werde ich da No Place Like Home spielen. Und montags ist jetzt wieder nur Zeitmanagement am Morgen mit diesem Delicious-like-Spielen. Und trotzdem mache ich immer nur die Hälfte von den jeweiligen Kapiteln hier. Und ja, ich denke mal, so klappt das auch. Weil dann ist es doch nicht so lange her, wie wenn, dass ich das zum letzten Mal gespielt habe. Und dann kann ich mir besser die Sachen merken. Und ihr kriegt auch immer schon früh genug eure Videos zum Gucken. Und ja, bevor ich wirklich hier jetzt weiter anfange, werde ich mit der täglichen Herausforderung beginnen. Und zwar fangen alle Mäuse. Das ist schon... Also ich hoffe, ich krieg das hin. Ach so, und ich muss dann noch währenddessen... Alter, habt ihr einen Schuss weg? Ich muss dann auch noch währenddessen die Leute hier bespaßen. Ah, wie war das? Ui. Ja, ja, ja. Okay. Da kannst du mal hingehen. Soll alle Mäuse... Alter. Ja gut, das ist... Ich habe jetzt eigentlich gedacht, das wäre ein... Wäre ein... ich will doch gerade nur die Maus haben. Ich dachte, ich könnte ja einfach ganz entspannt nur Mäuse jagen. Aber nein. So wie es wäre, es von anderen Fange die Mäuse gewöhnt sind. Der will eine Kamera haben da oben. Ja, okay. Dann werde ich erstmal die Sachen hier aufsammeln. Ach so, vielleicht sollte ich... Ja, Maus, ich fang dich ja schon. Alter. Du möchtest. Ja, Maus. Ui. Das ist ja überhaupt nicht anstrengend hier. Ist hier denn. Oh mein Gott. Schlüpf, schlüpf. Und nochmal. Und sie wurde in der Gasse irgendwie bedroht, ne? Als wir, als sie da in dieser Bar war. Und dann meinte irgendein Fuzzi, sie da einzuschüchtern, ne? Wegen dem Fall, dass sie da, wenn sie nicht vorsichtig ist, dann richtige Probleme kriegt. Und sie wurde ja fast erschossen. Also nach und nach kommen die ganzen Erinnerungen wieder. So, kriegen wir alle drei?
Ich glaube schon, ne? Nein, ich habe die Mäuse nicht. Moment. Ich habe keine Mäuse. Habe wirklich keine Mäuse da drin jetzt gehabt? Also ich meine, nicht alle? Okay, das muss ich mir jetzt nochmal genauer angucken. Ich komme aber auch nicht dazu, diese Mäuse hier einzusammeln, Mann. Ja, okay. Fängt dann an zu lachen, die Maus. Ja, ich finde das auch lustig. Ja, du bitte hier. Ey, Mann, wie soll man denn das machen? Es waren bestimmt auch nicht mehr viele, die mir gefehlt haben, ne? Ja, ich wollte doch eigentlich nicht mit der. Das ist aber auch. So, jetzt habe ich es abgeschlossen. So, jetzt werde ich erstmal hier. Ja, Karl, wir sind durch. Du brauchst nicht mehr auftauchen. Ob ich jetzt die 3 Sterne erreiche, keine Ahnung. Ja, doch, ich glaube schon. Der Letzte wird uns jetzt wohl den Rest geben, oder? Ja, perfekt. Deswegen habe ich auch keine Sterne gekriegt, also Diamanten, ne? Wenn man auch sich nicht auf die Aufgabe konzentriert, dann wird das auch nichts. Lösche nichts aus dem Inventar. Ich habe noch nie was gelöscht. Parker, ich habe einen neuen Fall. Wieder eine Leiche im Fitnessstudio. Merkwürdige Stelle für eine Leiche. Naja, wobei, wie heißt es so schön? Sport ist Mord? Also, irgendwo muss das ja herkommen. Könnte ein Unfall gewesen sein. Schauen Sie doch mal, was Sie herausfinden können. Bin auf dem Weg. Und schon haben wir unseren neuen Fall. Oh je. Hat sich jemand übernommen, ha? Ich habe noch nie an Karma geglaubt. Kann nicht gerade behaupten, mich zu freuen, dich wiederzusehen. Keine Anzeichen von Gewalt. Ich schaue mich besser ein wenig um. Sag, wer ist das? Könntest du mich auch einweihen, bitte? Weil ich habe den Mann. Ah nein, ist das nicht der. Das ist der Typ. Ui, hoffentlich wird sie nicht da irgendwie dann. Verdächtigt. Das ist der Typ, der sie doch bedroht hat. Jetzt weiß ich, wer das ist. Wenn es halt schon länger her ist, dann kann ich mich da dann auch nicht mehr dran erinnern. Aber schade wirklich, dass hier in dem Level einfach kein Moment. Der will nicht alles. Oh mein Gott. Oh Scheiße, ich darf es nicht löschen. Das ist doof. Was soll ich denn hier? Nein, der will das ja nicht. Ich glaube, ich muss das nochmal neu starten. Ja, das haben wir ja schon alles gelesen. So, das haben wir auch alles schon. Dann fülle erstmal direkt hier da den Kack auf. Und dann beginnen wir das einfach nochmal von vorn. Und wenn jemand die Kamera haben will, dann muss ich genauer gucken.
was der eigentlich haben will. Er will nur die Kamera. Mehr kann ich hier nicht auffüllen? Doch, geht doch. Wo ist die Maus? Ich hab sie lachen hören. So, der will nur das Stativ dazu haben. Na. Ach so, der, ja. Da müsste ich jetzt doch mal gucken, dass ich die mal wegbekomme, damit die Leute dann auch an ihre Station kommen. Der muss direkt weg, weil sonst verliert er nämlich seine Herzchen. Das wäre nicht schön. Ach, da ist die Maus. Wenn da halt immer jemand davor steht, dann sehe ich das halt nicht. Jetzt habe ich eine Lupe auf dem blöden Inventar. Was man eigentlich auch erweitern könnte. Ich bin mal gespannt, wann das der Fall sein wird. Und schon Ermittlungen endet. Sag mal, aber ich habe nicht so viele Punkte. Jetzt komm da auch hier hin, wenn du dich schon meldest. Hättest du nicht vorher was sagen können? Dann hätte ich deinen Behälter auch schon mitgebracht. Ach, der will die Pinsel. Das ist natürlich blöd. Sie wollte andere Spurenbeweise sammeln. So, dann hoffe ich mal, dass ihr mir jetzt noch die... Ja, das sieht gut aus. Die Maus. Die Aufgabe erledigt. Obwohl das... Ja. Officer, ich brauche Victor Lane. Jawohl, Ma'am. Ich mach mich gleich dran. Ich bin keine Ma'am. Ich bin Detective. Sagen Sie Lane. Sagen Sie Lane, dass Logan McDermott tot ist. Jawohl, Ma'am. Detective. Ach, guck mal. Der hat sogar eine Tochter. Oder... Victor Lane. Es tut mir leid, ich bin zurzeit nicht auf Abruf. Sie kann morgen mein Büro kontaktieren. Das kann doch nicht wahr sein. Daisy, es tut mir leid, Liebes. Ich muss gehen. Dad, du hast heute gesagt, dass mein Tag ist. Ich schulde dir richtig was, kleine Daisy. Das bedeutet Eiscreme. Du kannst dich aus dieser Sache nicht rauskaufen, Mister. Ja... Man hat es nicht leicht, ne? Was haben wir denn hier? Stell den gleichen Gegenstand nicht mehr als zweimal hintereinander her. Wieso? Das ist unfair, die brauchen das. Wir haben das nötig hier. Ganz einfach. Na, so geht das ja wenigstens. Habe ich ihm jetzt die Beine hätte ich schon wieder. Also, keine Taschenlampe für euch. Ich habe gesagt, keine Taschenlampe. Was versteht ihr daran nicht? Du hierhin. Du. Nicht du. Was möchten Sie? Ach, Kamera, Gott sei Dank. Hat auch alles geklappt. Das heißt, volles Pro... Habe ich schon wieder die Taschenlampe, oder? Die nicht sein darf. Dann gibt es halt eine Kamera. So, du kommst hier rüber. So, das war nur die Pinzette. Pipette, meine ich. Ah, guck mal, die will das volle Programm haben. Das heißt, für dich gibt es eine Lampe.
Hier kann ich Fragen beantworten. Warte, vielleicht könnte ich... Und dann könnte ich die Taschenlampe nehmen. Genau. Dann muss ich die entlassen. Was? Oh Mann, die hätten sich auch ruhig mehr anstrengen können, oder? Aber ich habe trotzdem alle Sterne? So, zeigt ihr mir denn alle Sterne an? Okay, wenn er meint. Aber der dritte war doch gar nicht erreicht. Naja, ist nicht mein Problem. Stehe 30 Sekunden lang still. Das geht nie gut. Okay, aber wir können Dinge verbessern. Aber im Moment nur immer die Matten hier vorne. Und werde ich das noch machen? Haben die Geduld? Und ich keine Probleme. Heute war mein freier Tag. Brauchen Sie eine Schulter zum Ausheulen? Die beiden. Herrje, Logan, was ist mit Ihnen passiert? Wir wissen es noch nicht, aber ich weiß, dass Sie ihn letzte Nacht gesehen haben. Ja, er schien in Ordnung zu sein. Ich verstehe es nicht. Ich auch nicht, aber ich bin misstrauisch. Worin war er verwickelt, Lane? Nichts, das ihn hätte umbringen sollen. Er hat mich letzte Nacht bedroht, wissen Sie das? Logan? Er musste einen Grund gehabt haben, er ist nicht so schlimm. Nicht so schlimm? Er hat gedroht, mich zu töten. Und Sie verteidigen Menschen wie diesen? Was ist los mit Ihnen? Justiz braucht Anwälte genauso wie Detectives, Parker. Sie sollten es besser wissen. Sehen wir uns um und Sie können mir erzählen, was Sie wissen. Ach so. Ja, geh einfach. Wir können ja später reden. Das heißt, ich bleib jetzt einfach mal... Das ist fast so schlimm wie, wie das eine Level, was ich machen musste, wo der Opa da sein Yoga gemacht hat. Währenddessen kriegen die alle hier die Krise. Hauptsache, der Opa hat Yoga, ne? Und voll entspannt. So, ab geht gleich die Post. Ach so, was soll ich denn tun, Mann? Ach so. Ich habe hier so viele Dinge hier gerade mit dem Kreis folgen. Okay. Hallo. Sind ihr alle ein bisschen auf die Nerven? Nein. Nicht direkt, nein. Aber indirekt. Ja, schon. Oh, gib dem doch einfach die blöde Lupe. Seit wann muss ich dem denn? Ach so. Die Lupe hatten wir noch gar nicht. Nein! Dieser Stern gehört noch mir! So. Abmarsch. Oh Gott. Wir brauchen hier mal dringend einen neuen... Neue Pipette. Schneller geht. Also... Ich glaube, es geht los. Auf sowas kann man sich nicht verlassen. Oh, wir haben kein Dreieck mehr. Ja, das war doch gar nicht ernst gemeint. Können die sich nicht einen Platz vielleicht teilen? Na, dann komm mal hier hin. Ach nö, nicht schon wieder so ein Kack.
Dann kriegt er erstmal seine Kamera, das andere dauert mir zu lang. Dann noch auffüllen. Ach guck mal, wir haben ja 3 Sterne. Ist ja unglaublich hier jetzt gewesen. Und die Maus haben wir auch, ne? Aufgabe, ja. Alles. Sehr schön. Willst du? Okay. Ist das ein... Das ist doch ein Mann. Okay. Ein Trainer. Nein, das ist kein Trainer. Das ist kein Trainer? Ich glaube nicht, oder? Das ist eine Trainerin, oder? Ja, ist ja wurscht. Das ist... Okay. Moment. Weil das sieht nämlich aus, was er um den Hals hat. Wie so eine Marke, weiße so, Stoppuhr. So. Okay, es ist eine Stoppuhr. Es ist ein Trainer, mein Gott. Ja, es könnte auch so eine Polizeimarke sein. Ja, aber ich glaube, er hat kurze Hosen und ein T-Shirt an. Ja. Warum sollte er jetzt der Einzige sein, der in kurzen Hosen... Außerdem hat er Informationen irgendwie, dass er... Ja, ach, keine Ahnung. Okay, also. Es ist ein Trainer. Okay, Detective. Ja. Logan hat heute Morgen ein Paket erhalten. Ich dachte, Sie wollen es vielleicht sehen. Ach. Danke, bringen Sie es bitte her. Mein Gott, die paar Meter. Schuldig. Was? Der Fall wird komplexer. Merkwürdig. Warum das Risiko eingehen, das zu verschicken? Wir hätten es ja auch als natürlichen Tod abstempeln können. Das Paket oder jetzt? Wer auch immer das getan hat, will uns eine Nachricht schicken. Ein Killer mit einem Anlass. Die gefährlichste Sorte. Den, den, den. Bin ich eigentlich alle? Ja, also wenn, also Killer, die haben meistens. Na gut, okay, es gibt auch Serienmörder, die einfach so. Ja, die sind auch nicht richtig schön. Sympathisch. Armer Logan. Niemand verdient das. Sehen wir uns weiter um. Ja, wir haben uns ja auch schon nicht oft genug umgesehen. Bitte die Ermittler zur Abfertigung. So viel wissen wir. Erstens, er hat versucht, mich letzte Nacht umzubringen. Zweitens, jemand hielt ihn für schuldig. Und wollte, dass wir das wissen. Richtig. Und drittens, wir wissen, dass wer auch immer es getan hat, hierher gekommen sein muss. Es war der Trainer. Und Sie sind sicher, dass Sie hierfür qualifiziert sind? Sag mal, sind? Es kann doch nicht sein, dass bei jedem Fall irgendjemand Zweifel hat, dass sie das hinkriegt. Was ist denn? Was hat die für eine Vorgeschichte, Mann? Ich meine, die nimmt Pillen. Ja, okay. Das Für den ersten Fall war sie, ist sie nicht qualifiziert genug. Das ist zu eikel. Ich meine, hallo? Ja, die halbe Leiche. Das war schon hart. Und jetzt der... Verzeihen Sie mir, wenn ich Ihre Fähigkeit zur Menschenkenntnis bezweifle. Ihr vor kurzem verstorbener Freund hier hat gestern versucht, mich zu töten. Logan war ein Klient, kein... Logan war ein Monster und nur ein Monster würde ihn verteidigen. Oh, dann, Mann. Dann, gleich dann. Wird sie selber irgendwie verdächtigt. Sie war die Letzte, die ihn lebend gesehen hat. Kameras, es muss überall Überwachungskameras geben, nicht Überraschungskameras. Ja! Das ist die Ü-Kamera. Ja. Haben Sie Videomaterial vom Sicherheitsdienst von letzter Nacht? Natürlich, hier lang. Du kommst mit einem Paket an, anstatt den Videos, die vielleicht wichtig sind. Also, was ist das für ein Hani? Lane, gehen Sie mit ihm, während ich hier weiter ermittle. Ei. Ich hätte mir aber lieber auch gerne die Videos angeguckt.
Genau. Ach so. Bedeutet das jetzt, was ich machen muss, dass ich die nochmal anklicke, dass sie zur Kasse jetzt gehen sollen? Ja, Ja. natürlich. Das waren wie die Kunden beziehungsweise die Gäste, die ich dann, nachdem sie mit dem Essen fertig waren, dann zur Kasse bitten soll, die nicht von alleine aufstehen wollen. Also nicht wissen, wann sie zu gehen haben. Okay, alles klar, wenn ich das weiß, dann kannst du abtreten. Wunderschön. Fertig? Ah, die nächsten bitte. Auch noch mal eine Lupe. So viele braucht ihr doch hier gar nicht. Nein, ich weiß. Aber doch, ich vermisse den Level. An sich die Musik irgendwie. Also Da kommt halt nichts. Das ist halt nur im. Menü sozusagen oder wenn Im ein Lade. Also wo man die Kapitel halt sieht. Hallo, ich hab doch. So, jetzt kann sie kommen. Ach so, der macht das alleine. Ich muss da nicht die ganze Zeit dabei stehen. wohl Ich aus. muss ihn nur einmal anklicken und schon macht er. Und das? Jetzt die Videoaufnahme. Macht einfach keinen Sinn. Niemand hat ansonsten den Raum betreten, in dem er sich befand. Es sei denn, es gibt einen anderen Zugang. Wer auch immer das getan hat, plant alles ganz genau. Verwischt alle Spuren. Also, warum dann diese Aufschrift verschicken? Ohne es hätten wir ein perfektes Verbrechen. Ja, das ist merkwürdig, wie ich ja schon dreimal erwähnt habe. Nick. Also was jetzt? Kann ich jetzt gehen? Willst du essen? Ach so, er hat ja noch nicht. Sie sind immer noch die letzte Person, die ihn lebendig gesehen hat. Sag mal, lüg doch nicht, du bist doch auch. Kurz danach hat sie ihn nämlich auch noch mal gesehen. Ja. Eigentlich dachte ich, Sie seien das. Schauen wir uns nach einem anderen Zugang um. Vielleicht ein Fenster oder ein Lüftungsschacht? Gut, bringen wir es hinter uns, Detective. Eieiei. Beeindrucke alle mit deiner professionellen Einstellung. Ja. Ja, habe ich doch immer. Erzähle, Kombo-Boni. was heißt das? Ja, mehrere hintereinander und so Zeugs wahrscheinlich. Wenn ich die dann anklicke, oder? Aha, perfekt. Oh, der möchte gerne einen Wischmewedel haben hier. Aber es gibt hier niemanden. Sag mal, warum hast du nur ein rotes Herz, du Depp? Halbe Sekunde zu lange warten müssen. Ja, ich weiß, ich hab jetzt. Ein bisschen früher, mein Freund, ne? Bisschen früher. So. Ach so, nein, ja, das war ja nicht ernst gemeint. Ich. Das war halt. Ne? So, dann schicken wir die lieber mal nach Hause. Mann! Und da will man professionell sein, ne? Ja, ich weiß, dass du eine Kamera haben willst. Aber das geht so jetzt nicht, weil der möchte.
auch eine Kamera haben. Nein! Och Mann, wieso habe ich denn nur eine Kamera? Es macht überhaupt keinen Sinn. Bringt eure eigenen Kameras mit. Also das ist ja wirklich das allerletzte. Ist hier alles besetzt? Ja, du könntest den mal da rumrühren, damit der da vorne ja. wartet. Alle müssen hier warten, ja. Die sind nicht professionell, ja? Eieieiei. So, du gehst dahin, du gehst dahin und du gehst bitte da unten hin. Das hat aber nicht gereicht für die Combo. Oder? Ach doch. Perfekt. Perfekt. So. Erzähle Kombos während der Abfertigung. Gerade hatten wir das Thema. Glück gehabt? Nichts, keine Lüftungsöffnungen und keine Tür. Hier gibt es ein Fenster, aber es ist fest verriegelt. Von innen? Natürlich von innen. Wer stellt ein Fenster her, das von außen abschließt? Schon gut, also ein Fenster verschlossen. Das ist nicht besonders viel für den Anfang. Eher gar nichts, das ist so ein merkwürdiger Fall. Ich glaube nicht, dass es viel gibt, womit Sie ihn vergleichen können. Oh, halten Sie die Klappe, Lane. Sag mal. Er ist nicht unsympathisch, mein Freund. Ich wünschte, ich könnte hier irgendwie Leute herbeirufen, damit ich halt schneller diese Kombos machen könnte. Ja, er sollte doch eigentlich hier zum Viereck kommen. Wie, was? Erziele 5 Kombos während der Abfertigung. Oh Gott. Das heißt, ich muss auf 5 Leute eigentlich warten. Ach so, nein, an der Kasse. Alles klar. Da müssen immer 5 Leute sein an der Kasse. Habe ich das jetzt... Du sollst zu dem Viereck, Mann. Daran denn nicht zu verstehen. Das habe ich auch gar nicht dabei. Wo ist die Maus? Ich habe sie lachen hören. Ah. So, jetzt will ich nochmal... Ja, ist tatsächlich die Kasse, ne? Sieht so aus, ne? Ah ja, Kombos zwischen denen hat ja jetzt nicht gezählt. Ja. Was ich so hingekriegt habe. Oh, warte. Nein, das sind zu wenig. Die ja, hat aber trotzdem. Was? Hat oben hat er. Ich kapiere das nein, nicht. Du musst insgesamt 5-mal Leute wahrscheinlich mehrfach abkassieren, sozusagen. Ich hab da die Pizza. Das heißt, wenn da mehr... Jetzt nimm doch den Wedel und geh da hin, Mann. Deppin. Die ist wirklich für nichts qualifiziert. Du hättest jetzt einmal schon abkassieren. Ja, Entschuldigung. So, und jetzt zählt der alleine? Wahrscheinlich nicht. So, hier, tschüss, schönen Tag noch. Ja, ja, ja. Also du kannst dir sozusagen, du musst halt gucken, dass du sobald 2, 3 Leute da sind und so weiter, okay, kassierst du die ab und gut ist.
Eine weitere Sackgasse, bis auf diese Schuldig-Aufschrift. Sind wir hier fertig? Ich habe andere Termine. Noch nicht, Lane. Sie kommen mit mir aufs Revier. Sie fummeln zu viel an dieser Krawatte herum. Verschwenden meine Zeit zu sehr. Als hätten sie etwas anderes zu tun. Tun Sie nicht so, als würden Sie mich kennen, Parker. Sie haben ja keine Ahnung. Bringen wir es einfach hinter uns. Gut, wir gehen, nachdem wir uns ein letztes Mal schnell umgesehen haben. Sag mal, was ist mit den beiden denn? Ich meine, ja, er hat ja... Jetzt haben wir das mit der Kombo, ne? Ja. Oh Mann, die eine macht halt Bilder. Also ich verstehe das nicht, warum die sich nicht zwei Kameras leisten können. So. Wenn die drei, die kann ich dann schon entlassen, ne? Und die drei könnte ich dann auch entlassen jetzt schon. Warum das nicht gleich so funktioniert? Was macht die? Was hat die gemacht? Weiß ich nicht. Hast du das gesehen? Ja, das ist wahrscheinlich. Die hat, wie nennt man die? Wie sie so eine Art Sit-Ups irgendwie gemacht. So Crunches oder irgendwie sowas. Nein, jetzt ist die mit dabei. Naja, ja. Ja, aber es werden noch genug kommen. Oh Mann! Wenn die klemmt. Ich denke immer, ich müsste einfach nur aufsammeln. Weil ich habe halt noch diese andere Aufgabe. Zählen denn zwei auch? Wahrscheinlich schon, ja. Eine Kombo am. Aber das schaffe ich doch wieder nicht. So, da liegt sie da drei. Das ist jetzt die vierte Kombo. Und die drei, wenn die durch sind. Wenn sie mal durch sind. Mach Platz! Muss der erstmal eine Lupe haben. Noch was? Ist. Ja, aber doch alles ganz leicht. Das hatten wir ja schon, ne? Ja. So, bediene 10 schnelle Anfragen. Oh Gott, ich habe keine Zeit für sowas. Ja, das ist schon die erste gewesen. Du kommst jetzt hier hin, Mann. Was möchten Sie denn? Eine Kamera? Gut, dass die gerade frei geworden ist. Weg. Du. Das darf sein. Diese bei dem, da wollte ich jetzt länger gedrückt haben. Merken, was du mitgebracht hast.
Na komm, ihr könnt schon mal gehen. Ihr blockiert nur nachher, verursacht ihr Stau. Das können wir uns nicht leisten. Oh Mann, das war so voll. Ich wollte das auch gar nicht. Wieso haben wir denn nur ein Dreieck, Mann? Ja. Sie können sich keine zweite Kamera leisten. Kein zweites Kamera-Equipment. Und was war das andere jetzt? Und noch ein Schild. Ja. Noch eine Station hier. So, Suche nach versteckten Hinweisen. Aha, endlich ein Hinweis. Wo ist mein kleines Notizbuch? Oh ja, was haben Sie gefunden? Das wird Ihnen gar nicht gefallen. Wissen Sie, Sie können ja nett sein. Sunshine-Tabletten. Ihr Freund Metzen ist soeben zum Hauptverdächtigen geworden. Meine Klienten sind nicht meine Freunde, Parker. Und Sie vermuten, dass Metzen involviert ist? Das werden wir sehen. Gehen wir zu Metzens Apotheke. Ich habe Fragen. Ganz viele. Bester freier Tag überhaupt, arme Daisy. Daisy? Wer ist Daisy? Geht sie gar nichts an. Parker, gehen wir. Ihr könnt ja auch... Naja. Seine Tochter. Ja, natürlich ist das seine Tochter. Ich weiß das. Ich hab sie ja schon kennengelernt. Wie lange muss die denn da drin rum? Ach so, da sind wieder Fortschrittsbalken hier. Eieiei. Machen wir mal hier weiter. Oh, guck mal, wir haben was Größeres gekriegt an Platz. Also. Ah, größeres Tablett. Das überhaupt nicht mit. Ich habe ja keine Zeit, mich umzugucken hier. Ich dachte, ich hätte... Ach so, ne. Ist ja hier kein Platz mehr. Na, geh weg! So, bitte hier hin. Du kannst dir die Kamera schnappen. Immer wird das als falsch abgedingst. Ich war doch noch nicht so weit. Das kann doch nicht was? Räumt jemand auf? So sieht's aus, ne? Das kann doch nicht wahr sein. Wir sind zu spät, armer Theo. Was zum Teufel geht hier vor? Wir müssen Chief Vasquez darüber informieren, ehe wir ermitteln. Bei dieser Quote werde ich zum Ende der Woche keine Klienten mehr haben. Ja, das ist... Wir haben also Sunshine-Tabletten gefunden und Metzen aufgesucht. Und Metzen ist jetzt auch tot.
Hier geht etwas Großes vor. Schauen Sie sich diese Aufschrift an. Jetzt ist es guilty. Vorhin war es noch schuldig. Ein weiterer merkwürdiger Fall. Sie hatten einen Wahnsinns erste Woche, Parker. Dieses Paket ist schuld. Ich sag's dir, das kann Aufschriften. Es kann von Deutsch nach Englisch. Ja. Beim nächsten Mal ist es vielleicht auf Italienisch. Also mit diesem Paket, da stimmt was nicht. Das ist der Verdächtige. Wem sagen Sie das? Ich habe auch Lane mitgebracht. Er war letzte Nacht bei Logan. Merkwürdiger Zufall, Lane. Zwei Tote, beides Klienten von Ihnen. Ich glaube nicht, dass er seine Klienten um die Ecke bringt. Parker, Sie müssen bis auf Weiteres ein Team mit Lane bilden. Er steht im Mittelpunkt voll Anleben. Aber Sir, er ist nur ein Anwalt. Er ist kein Detective. Ja, aber auch Anwälte können... Ja, es gibt genug Serien, wo das vorkommt. Lane, wir zahlen Ihnen Ihren üblichen Satz für Ihre Dienste als Berater. Aber Sir... Legen Sie sich erstmal an Parker und seien Sie hilfreich. Mein gewöhnlicher Satz ist ziemlich hoch für diese Art von Arbeit. Und Ihre Sekretärin, Detective hier, mag mich nicht besonders. Haben Sie diesen Kerl gehört, Sir? Er ist ein egozentrisches Schwein. Mit Ohren. Genug. Das ist Ihre Arbeit und ich erwarte, dass Sie sie erledigen. Ich glaube nicht, dass Sie sich das gut überlegt haben. Detective Parker, Sie werden mit Lane arbeiten oder Sie suchen sich eine andere Arbeit. Ja, was ist dann? Ja. Aber... Das war's schon für heute Vormittag. Uhu. Am nächsten Montag geht's damit weiter. Und heute Nachmittag gehen wir auf die Ranch, ne? Genau. Da gucken wir. Wir haben doch wieder neue Aufgaben gekriegt dazu. Ne? Ja. Also wir müssen wieder diesen Tank abholen und dem Fuzzi da vorbeifahren. Ja. Glaube ich. Mhm. Und was haben wir noch? Ach so, ja, wir müssen Geld verdienen, weil wir sind ja nicht mehr auf unserer Luxusfarm, sondern wir haben ja neu angefangen. Ne? Ja. Ja, ne? Ja, wir werden halt einfach sehen, was da so Sache ist, ne? Wir waren ja schon lange nicht mehr dort. Und ja, wenn ihr noch andere Dinge sehen wollt, oder wie zum Beispiel bei der Ranch, wie es angefangen hat, damals... Dann schaut am besten auch auf unserem YouTube-Channel vorbei. Da gibt's nämlich die ganzen Streams, die wir bis jetzt hatten, zum Nachschauen. Und auch noch andere Let's Plays. Und zwar zu den Sims 4, Sims 3, Sims 2. Also eine Menge Auswahl. Und auch noch Wimmelbildspiele. Ja. Ansonsten, wenn ihr noch wissen wollt, wann und was wir genau streamen. Wir haben hier auf Twitch einen Streamplan, der jetzt wieder auf dem neuesten Stand ist. Und wir haben auch Twitter @Calibre. Da geben wir nämlich diese Dinge bekannt. Also am besten dort folgen, hier auf den Streamplan zwischendurch mal gucken und ansonsten überraschen lassen. ja, dann wünschen wir euch noch einen schönen Montagvormittag. Bleibt gesund, habt Spaß und bis zum nächsten Mal.